Herzlich willkommen beim thematischen Screencast Synchronbeschreibung der deutschen Sprache. Heute beschäftigen wir uns mit dem Text ausführliche und werfen einen ersten Blick in schon beinahe klassisch gewordene Ansätze der Textlinguistik. Der Screencast bildet die Grundlage für das Seminar Synchronbeschreibung der deutschen Sprache, ist also vor allem an Studierende im Bachelorstudium adressiert. Diese Episode des Screencasts ist wie folgt gegliedert. Zunächst steht der Text als textgrammatisches Phänomen im Vordergrund. Damit sind zum einen formale Zusammenhänge transphrastischer Einheiten benannt und darüber hinaus klassische Konzepte dessen, was man als Inhalt oder Thema eines Textes verstehen könnte. In einem zweiten Schritt wenden wir uns textexternen Faktoren und damit der pragmatischen Bestimmung dessen zu, was ein Text sei. Zum dritten werfen wir einen Blick auf Klassifikationsmöglichkeiten von Textsorten. Abschließend stelle ich Ihnen eine Übungsaufgabe vor, und wir werfen gemeinsam noch einen Blick auf das Literaturverzeichnis und die Texte, die in dieser Episode des Screencasts verwendet worden sind. Die betreffenden Positionen können in dieser Episode direkt aufgerufen werden. Eine Kapitelübersicht ist im Kommentarbereich zum Video verlinkt. Text von lateinisch textus, das Gewebe, ist wohl eine der Kurzdefinitionen, der jeder Studierende einer Philologie früher oder später begegnet und das aus gutem Grund. Sie ist treffend und, um ehrlich zu sein, entspricht diese Kurzdefinition ziemlich genau dem Bild einer größeren sprachlichen Einheit, das man in der Linguistik von einem Text bis zur pragmatischen Wende hatte. Heute wird ein Text als Kommunikationsakt verstanden, der uns in unterschiedlichen medialen Erscheinungsformen entgegentreten kann. Beginnen wir aber zunächst mit der grammatischen Bestimmung dessen, was ein Text sei. Erschrecken Sie bitte nicht, ich zitiere hier aus einer einflussreichen Publikation von Elisabeth Güllich und Wolfgang Reible aus dem Jahr 1977. Das tue ich aber nicht, weil es etwa keine modernere Literatur gäbe, die man bemühen könnte, sondern deshalb, weil die Standards innerhalb der Textlinguistik schon sehr lange als etabliert gelten können. Mit anderen Worten, auch heute noch können Sie aus der fast 40 Jahre alten Monographie zitieren, ohne rot zu werden. Im Sinne der Komplementarität beider Betrachtungsweisen sollte bei der Definition von Text sowohl auf die textexternen als auch auf die textinternen Kriterien zurückgegriffen werden. Ein Text wäre danach, textintern gesehen, ein komplexes sprachliches Zeichen, das nach den Regeln des Sprachsystems gebildet ist. Textextern gesehen wäre ein Text dann gleichbedeutend mit Kommunikationsakt, ist dort zu lesen. Der Eindruck, dass diese Bestimmung noch nichts Endgültiges an sich hat, täuscht nicht. Auch heute ist man von einer allgemeingültigen Definition dessen, was ein Text sei, innerhalb der Linguistik weit entfernt. Wenden wir uns zunächst den textgrammatischen Aspekten der Bestimmung zu. Typische textgrammatische, also an den formalen Aspekten von sprachlichen Einheiten interessierte Bestimmungen, legte unter anderem Harwig Ende der 60er Jahre vor. Für ihn war ein Text ein durch ununterbrochene pronominale Verkettung konstituiertes Nacheinander sprachlicher Einheiten. Das dürfen Sie ruhig so verstehen, wie es zitiert ist. Diese Bestimmung ist rein formal und nicht an inhaltlichen Zusammenhängen sprachlicher Einheiten interessiert. Dass solche Einheiten sich zwar zählen lassen, aber auf Dauer eine solche Auffassung von Text nicht haltbar ist, zeigte sich bald danach. Stellvertretend sei hier Weinrich sehr viel später zitiert, der zur Bedingung der formalen Verknüpfung ganz selbstverständlich nennt, dass die so entstehende Einheit doch bitte einen sinnvollen Zusammenhang bilden solle. Diese beiden Aspekte, nämlich Form und Inhalt, bilden, knapp gesagt, die beiden textinternen Textualitätsprinzipien Kohäsion und Kohärenz nach de Bocand und Tressler. Insgesamt unterscheiden sie sieben dieser Kriterien und formulierten, schon mit einem prozessualen Textverständnis, wenn irgendeines dieser Kriterien als nicht erfüllt betrachtet wird, so gilt der Text nicht als kommunikativ. Daher werden nicht kommunikative Texte als Nicht-Texte behandelt. Sprechen wir von der formalen Verknüpfung periphrastischer Einheiten zu transphrastischen Einheiten wie Texten, dann nehmen wir die Kohäsion in den Blick, die mittels Kohäsionsmitteln hergestellt wird. Kohäsion und Kohärenz werden gern verwechselt, es lohnt sich also, sich dieses Begriffspaar besonders einzuprägen. Kurz, Kohäsion Form, Kohärenz Inhalt. Proformen, die vor- und rückverweisen können, Phänomene der Rekurrenz und Konnektoren werden als typische Kohäsionsmittel genannt. Hierbei machen vor allem die strukturellen Rekurrenzen gern Schwierigkeiten. Unter der direkten Wiederholung werden Wiederholungen von Wörtern wie Wiederholung verstanden.
wenn diese beispielsweise einfach mehrfach wiederholt werden. Weil das allerdings, so wie gerade geschehen, stilistisch äußerst auffällig ist, werden sie spätestens ab der ersten Klasse in der Schule angehalten, Synonyme zu verwenden. Sie substituieren sprachliche Einheiten dann durch andere. Parallele syntaktische Strukturen können Sie innerhalb von Texten zum Beispiel durch bestimmte Satzgliedstellungen beschreiben oder durch die Wiederaufnahme bestimmter morphologischer Merkmale, bis hin dazu, dass Sie bestimmte Konsonantengruppen häufiger wiederholen, wie sie in Anaphern zum Beispiel eine Rolle spielen. Elliptische Strukturen liegen dann vor, wenn bestimmte sprachliche Elemente ausgelassen werden, die im Text bereits genannt und erwähnt worden sind. Ein Beispiel wäre und wiederholt sich. Hier fehlt das Subjekt, das an anderer Stelle schon genannt ist und deswegen in dieser periphrastischen Einheit nicht wieder erwähnt werden muss. Ein Text ist nur halb so schön, wenn Sie ihn auch verstehen. Damit das gelingt, muss er einen erkennbaren thematischen Zusammenhang aufweisen. Diesen Zusammenhang nennt man Kohärenz. Eines der wichtigsten Kohärenzkonzepte ist das der Textisotopie. Zusammenhänge in einem Text lassen sich herstellen über die semantische Äquivalenz von Lexemen. Ebenso wichtig sind sogenannte Frames oder Rahmen, ein Konzept aus der kognitiven Linguistik, die Ihnen bei der Bewältigung Ihres Alltags helfen. Alles, was zu einem Frame an Handlungsformen zählt, kann durch einzelne Reize wie Schlüsselwörter aufgerufen und in Gänze aktiviert werden. Das können Sie ganz einfach an dem Beispiel Bohrer sich vergegenwärtigen, wenn Sie dieses Lexem entweder in einer Zahnarztpraxis oder im Baumarkt hören. Weitere Verstehensvoraussetzungen von Texten werden als Präsuppositionen bezeichnet. Auf Thema und Formen der Vernetzung kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Zum nächsten Thema. Das Thema gibt den Inhalt einer sprachlichen Einheit an. Diese kann Haupt- und Teilthemen haben, die unter anderem auch an unterschiedliche thematische Entfaltungen gebunden sind. Beschreiben Sie versuchshalber doch mal einen Pinguin, indem Sie über ihn erzählen. Das wird nicht unbedingt einfach, denn natürlich würden Sie in diesem Fall eine deskriptive Entfaltung wählen, ohne chronologische, sondern koordinierende Vernetzungsmuster. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass narrative Muster als erstes erlernt werden und man von manchen Zeitgenossen in mündlichen Erzählungen zum Wahnsinn getrieben wird, weil diese erzählen, obwohl sie eigentlich beschreiben sollen. Kommen wir aber nun zu der Textauffassung, wie sie sich seit der pragmatischen Wende infolge des Impacts der Sprechakttheorie durchgesetzt hat. Ein Text wird danach als kommunikative Handlung verstanden, also als eine symbolische Einheit, mit der ein Emittent, so schließen die Rezipienten, eine Kommunikationsabsicht verfolgt. Diese Auffassung kann man so radikal setzen, dass auch Beispiele wie dieses für Guerilla-Marketing als Text aufzufassen sind. Wir werden den Textbegriff hier nicht so weit ausdehnen, dass wir jegliche als symbolisch identifizierbare Einheit als Text auffassen. Kehren wir deshalb noch einmal zur Ursprungsbestimmung eines Textes zurück und wenden uns dem zweiten Teil der Bestimmung zu. Textextern wäre ein Text dann gleichbedeutend mit Kommunikationsakt. Ein Beispiel für die radikale Auslegung dieser Bestimmung finden Sie beispielsweise schon bei Schmidt 1976. Nach seiner Bestimmung wäre das Eingangsbeispiel mit dem Guerilla-Marketing ein Text. In aktuellen Einführungen wählt man in Nachfolge von Debuchan und Tressler einen Zugang, der sowohl inhaltlich formale wie pragmatische Aspekte berücksichtigt. Pusch und Stenschke sind hier stellvertretend zitiert. Ein Text ist eine schriftsprachliche kommunikative Einheit, deren Elemente, in aller Regel sind die Sätze, inhaltlich thematisch, Kohärenz und strukturell grammatisch Kohäsion miteinander verknüpft sind. Texte weisen eine spezifische kommunikative Funktion auf und können in einem sortentypischen und intertextuellen Zusammenhang zu anderen Texten stehen. Wenden wir uns der Textpragmatik zu, so definieren Debuchan und Tressler 5 Merkmale. Intentionalität im Sinne gezielten Handelns bezieht sich sowohl auf die produktive wie die rezeptive Perspektive beim Umgang mit Texten. Akzeptabilität ist ein die Textrezeption betreffendes Kriterium der Textualität, welches eine aktive Rezeption des Textes voraussetzt, nämlich die Bereitschaft des Rezipienten, einen Text als solchen zu verstehen. Kurz, erkennen Sie als Rezipient einen Text nicht als Text an, ist es kein solcher. Die Informativität ist ein Textmerkmal, welches die Quantität, die Qualität und den Bekanntheitsgrad der durch den Text übermittelten Informationen betrifft. Und die Situationalität ist schließlich ein Merkmal, das sich auf den Text und die Situation der Verwendung bezieht.
In Bezug auf die Intertextualität als Merkmal unterscheiden de Beaucaire und Ressler die referenzielle und die typologische Intertextualität. Die Unterscheidung ist insofern von Relevanz, da über die referenzielle Intertextualität direkte Verweise strukturell beschrieben werden können. Idealerweise sollten in wissenschaftlichen Arbeiten diese Verweise auf andere Texte aufgenommen sein, sowie etwa in Fußnoten. Über die typologische Intertextualität gemeinsame sprachliche Muster, die dann zur Beschreibung von Textsorten dienen können und ähnlichen. Wie zum Beispiel ist die Eingangssequenz in Märchen mit »Es war einmal« ein solches Merkmal oder der strukturelle Aufbau von Abschieds- oder Erpresserschreiben, Kochrezepten und so weiter. Kommen wir nun noch zu einem wesentlichen Punkt, wenn man Texte als Kommunikationsakte versteht, also als Kommunikationshandlungen, die mit einer kommunikativen Absicht verbunden sind, der Textfunktion. Hier zitiere ich nach Brinker 1992, einfach weil ich die Ausgabe zur Hand habe. Die linguistische Textanalyse von Klaus Brinker ist die Standardeinführung in die Textanalyse. Sie ist mittlerweile in 6. Auflage erschienen. Diese ist von 2005. Eine Anschaffung wird dringend empfohlen. Der Terminus Textfunktion bezeichnet die im Text mit bestimmten, konventionell geltenden, das heißt in der Kommunikationsgemeinschaft verbindlich festgelegten Mitteln, ausgedrückte Kommunikationsabsicht des Emittenten. Ausgangspunkt ist die Sprechaktklassifikation nach John Searle von 1979. Er unterscheidet zwischen assertativen, direktiven, kommissiven, expressiven und deklarativen Sprechakten. Das sind Aussagen über die Welt, Aufforderungen, Selbstverpflichtungen, Äußerungen, die Gefühlsebene betreffen und jene, mit denen gesagt wird, was gelten soll. Diese Klassifikation wird in der Textlinguistik zur Grundlage der Bestimmung der Textfunktion. Sie zeigt die Kommunikationsabsicht eines Produzenten an, die vom Rezipienten erkannt werden soll. Die Bestimmung wird auch zentral für die Einordnung von Texten zu Textsorten. Eine Textsorte ist eine Menge von Textexemplaren mit prototypischen Gemeinsamkeiten in Textgestaltung, Funktionalität und Sprachstruktur. Man könnte vereinfachend auch mit Rückgriff auf de Beaucaire und Ressler sagen, Texte gehören dann zu einer Textsorte, wenn sie gemeinsame Merkmale typologischer Intertextualität aufweisen und eine gemeinsame Funktion haben. Da die Funktion als Basiskriterium von Textsorten gilt, unterscheidet man dann Informations-, Appell-, Obligations-, Kontakt- und Deklarationstexte voneinander. Ein frühes Klassifikationsmodell nach Sandig 1972 möchte ich Ihnen zum Abschluss dieser Folge des Screencasts noch vorstellen. Natürlich sind mit medialen Veränderungen und Anpassungen medialen Neuerungen, Veränderungen und Anpassungen dieser Übersicht vorzunehmen, aber die Variablen, die Sandig bereits 1972 für die Klassifikation benennt, lassen sich auch heute noch unbeschränkt für die Analyse einsetzen. Sie müssten nur zum Beispiel Telegram ersetzen durch SMS. Ich darf Sie noch einmal auf die im Kommentar verlinkten Übersichten und die verwendete Literatur hinweisen. Explizit herausheben möchte ich die linguistische Textanalyse Klaus Brinkers, die zur Anschaffung empfohlen sei. Wenn Sie üben möchten, dann können Sie das gern an folgendem Beispiel tun. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.